So, die Dreharbeiten beginnen. Man beginnt damit, eine Falte reinzuschlagen. Also zumindest mache ich das so. Nun schau schon hin. Roll ich das ein. Fertig ist der Sargnagel. 3, 2, 1, so einiges hochschieben. Und kipp den mal ein bisschen an. Fertig. Kipp den mal ein bisschen an, fertig. Zu mir? Ja. Also als Drehbuchautor schreibt man natürlich ganz viele Geschichten und viele Geschichten reizen einen auch. Aber in diesem speziellen Fall ist es eher der Hintergrund, ich bin von Haus aus Historiker. Zwar eigentlich Mediävist, also Mittelalterhistoriker, aber als geborener Berliner eben auch der Berliner Geschichte ganz nah. Zum Überfluss bin ich auch noch Lehrer und die entsprechenden Themen kommen im Unterricht wiederholt vor. Wir erzählen die Heldengeschichte eines Amerikaners, der im Zweiten Weltkrieg Bomben auf Berlin geschmissen hat. Und der im Kontext dessen in den späten Kriegstagen über Berlin abgeschossen worden ist. Und in der Zeit dann von einem kleinen Jungen und seiner etwas älteren Schwester vor der SS bzw. dem Volkssturm versteckt und gerettet worden ist. Dieser Pilot macht nun während der Luftbrücke auch freiwillig mit bei der Versorgung der Berliner Bevölkerung mit der unausgesprochenen, aber präsenten psychischen Belastung, dass er meint, dass er noch was gut zu machen hat. Wir haben ja das große Glück, dass einige Schauspieler mitmachen, die eben ein Standing haben, die Namen haben, die Erfahrung mitbringen. Das ist nicht selbstverständlich, dass sie sich an einem solchen Projekt beteiligen. Der erste, den wir gewinnen konnten, war David Gant. They had everything up to that time prepared. They had a book, they had everything, they had a storyboard, everything to show me. And that is tremendous, because you're dealing with people who know what they're doing. Well, the major difference is there's a great excitement with young filmmakers, and I love that, because it gives you some kind of energy inside. I find it great, I really do, because they're full of ideas, which is wonderful. And that's what film is about. It's about kind of breaking through established things. It's good for it. And also because of the nature of the film, the rotoscoping, green screening, and I've never done anything so concentrated like that before on green screen. And that appealed to me enormously. Schickt er also die E-Mail? Ja, das gefiel ihm. Und er wisse auch genau, wer Neidhardt sei. Ich glaube, die Beschreibung, die er gebracht hat, war, Neidhardt wäre jemand, der rauchend in die U-Bahn geht und niemand wagt es, ihn darauf hinzuweisen. Also wir haben natürlich gehofft, dass wir jemanden, der eben auch einen Helden spielen kann, bekommen könnten. Und dass Gideon tatsächlich zugesagt hat, ist natürlich ein Riesenglück für uns. Ich bin eine Leinwand. Und da hat Miguel ihm von unserem Projekt erzählt. Und Gideon sagte, oh, geil, ich will dabei sein. Und er hat Miguel seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse gegeben. Und ich habe ihm das Drehbuch geschickt, woraufhin dann auch ein Tag später eine E-Mail zurückkam, geiles Drehbuch, will unbedingt dabei sein, sag mir, welche Rolle ich machen soll, die mache ich. Und dann bin ich so, ey, wie wär's denn, wenn du den Helden spielst? Dann, nachdem ich mich eben mit Florian und Stefan getroffen habe und sie mir ein bisschen erzählt haben, was sie gemacht haben, was ihre Ideen sind, eben dann auch, dass das Ganze vor Greenscreen gedreht werden wird, mir das Comic gezeigt haben, andere Filme, die sie schon gemacht haben mit einer ähnlichen Technik, war ich Feuer und Flamme, weil es trotz alledem für mich auch in dieser Dimension was Neues war mit Greenscreen. Was Miguel macht, gefällt mir irrsinnig gut, also seine Bildsprache, die Visualisierung, die er vorher im Kopf
getätigt hat und die ich natürlich dann langsam mitbekomme, während sie umgesetzt wird. Andererseits hat man natürlich immer noch keine Ahnung, was jetzt dahinter sein wird, aber man hat seine eigene Vorstellung, in was für einem Raum man sich bewegt. Aber was visuell dann wirklich umgesetzt wird, ist natürlich dann auch für mich eine Überraschung, auf die ich jetzt auch nur eben ein paar Monate warten kann. Sure. Thanks a lot. Really? It's from Inglourious Basterds. Really? Oh yeah? That's Til Schweiger? Til Schweiger's gone, yeah. That's right. I'm expecting to meet one of you. 100 Nazi scout. I can do Arnold in English. Yeah, I know this is no problem at all. Come on! Get to the chopper! Get down! Oh. Run! It's always a one word. Duck! Jump! But you remember when I told you I kill you last? I lied. That's classic. Ja. Das ist jetzt quasi erstmal gesäuberte Variante. Ja. Blut kommt dann gleich noch, wenn wir ihn reingestellt haben, dass es so ein bisschen runterlaufen lassen. Miguel und der Kameramann erzählten uns, was sie vorhaben und wie es hinterher digital bearbeitet wird. Und mir schoss sofort dreidimensionales, theatralisches Make-up in den Kopf. Es gab ja immer diese Sache, dass der eine Teil, der 1945er Teil, in Sepia später auf dem Bildschirm zu sehen sein wird und der 1948 in Blau. Woraufhin wir überlegt haben, welche Farben können wir in unserem Make-up benutzen. Deswegen arbeiten wir auch viel mit dem Modellieren des Gesichtes durchs Herausheben von Höhen und Tiefen. Hübsch rasiert, guck mal. So hübsch wird das nie wieder. Also es gibt natürlich Wunden in einem Katalog, den man bestellen kann, aber dieses Bein haben wir tatsächlich anfertigen lassen. Ich male auch hier diese Wunde, male ich auch nur vor. Da kommt hinterher noch wunderbar schön viel Blut und Scratchblut rein, das schön gruselig ausschaut. Deswegen diese ganz besonders feine Perlnadeln, damit diese Löcher so klein wie möglich bleiben. Man hat natürlich Poren, aber wenn man größere Nadeln benutzen würde, ganz richtige Poren. Hm. Wir sind ja schon immer so, dass man, wenn einer sich verletzt, immer erstmal nicht I sagt, sondern sagt, darf ich es fotografieren? Na, der Klingelton, den ich habe, ist von Guns N' Roses, Paradise City. Und dann haben alle sofort angefangen, den Headbanging zu machen, weißt du? Was man beim Heavy Metal, weißt du? Wenn sie den Kopf schütteln. Das muss man den älteren Männern erklären, was Headbanging ist. Ich habe Probleme gehabt mit der Aufnahmeleitung. Es ist schlechtes Koks am Set. Ich habe nur ganz wenig genommen und guck dieses Drama an. Das ist ein totaler Schwachsinn. Wir haben bestes Koks. Ja, die Uniformen, die haben wir uns, freundlicherweise hat uns das Studio Babelsberg da Formen gegeben. Das sind aber Repliken, diese Uniformen. Meine Frau, die Mimi und ich, wir haben einen Laden in der Goldstraße in Schöneberg und handeln mit historischen Textilien, sprich Kleidung und Accessoires. Der Florian wollte sich einen Smoking bei uns ausleihen. Wir kamen ins Gespräch und dann haben wir uns nochmal getroffen mit dem Stefan zusammen und ich war begeistert von der ganzen Sache und fand das eine Herausforderung. People would walk different in those days. The clothes were heavier sometimes in restoration time, for example. Men's heels were higher. Which gives you a better carriage to walk. I find it interesting with if I'm wearing this, the weight of the coat that I wear dictates in a way the way you move. Und da wir auf oder vor Greenscreen drehen, hat die Friederike in fleißiger, stundenlanger Arbeit die grünen Sachen schwarz gemacht, weil man das sonst, selbst die ganz kleinen Ecken hier, wenn man das sonst nicht sehen würde. Und sind da auch ein bisschen durch die Kürze der Zeit darauf angewiesen, dass wir ganz viele Sachen hier am Set haben, um dann Komparsen, die spontan eben kommen oder wenn welche Absagen kommen, andere dazu, dass wir die ausstatten können. Ne? Ich glaube, als zweites an Bord war dann schon Billa B. Seit meiner Botox-Behandlung muss man mir die Falten jetzt immer schminken. Ja, also das war tatsächlich eine Sache, dass der Florian mich davon auch überzeugt hat, mit seiner Begeisterung für das Projekt. Normalerweise ist es erst das Drehbuch oder ja, es ist dann irgendwie, da muss ich unbedingt dabei sein und so. In dem Fall war es tatsächlich auch die Machart, also das, wie der Look des Films sein sollte. Das fand ich interessant, hatte ich noch nie gemacht, bin selber ein großer Filmfan und Genrefan. Außerdem ist es auch ein bisschen gegenbesetzt, bin zwar auch ein Bösewicht in dem Film, aber bin halt Militärpolizist, das ist halt
Ich krieg dann doch eher so immer so Gangsterrollen angeboten oder manchmal auch im Horrorfilm mal die Bösewichtrollen. Und insofern war das auch von der Rolle ein bisschen interessanter. Er war auch tatsächlich überraschend gut vorbereitet. Also der kannte sowohl Comic, der wusste alles über das Projekt, kannte das Drehbuch in- und auswendig. Und ich glaube auch, dass wir mit ihm als MP Manus eine glorreiche Entscheidung getroffen haben. Das hat er wirklich gut gemacht, er hat gut gespielt, dass man das sehen kann. Ja, Bridges will mehr als, ist ein Independent-Film, der größer aussehen will. Da gibt es auch ja eigentlich die zwei Lager, Underground-Film, der halt einfach eine Geschichte erzählen will und fertig. Und Bridges ist halt ein hochambitioniertes Projekt, was größer sein will, größer aussehen will. Miguel ist ein toller Regisseur, also der hat, das mache ich jetzt für mich persönlich als Schauspieler daran fest, dass er klare Ansagen macht. Und dann halt auch klare Ergebnisse einfordert. Und von der Produktion kann man nicht meckern. Ich meine, das wird dann später aussehen wie ein Film, der wirklich Millionen gekostet hat. Und ich weiß, dass er das nicht gekostet hat. Und ich war begeistert. Selbst wenn kein Geld da ist, muss man es trotzdem professionell durchziehen. Und das, also an Professionalität hat es an keiner Sekunde, wo ich dabei war, jemals gefehlt. Das Ego jedes Einzelnen steht ein bisschen weiter hinten. Dafür ziehen alle an einem Strang und sorgen dafür, dass es ein toller Film wird. Du musst ihnen nur klar machen, dass es 2-3 Tage länger dauert. Die kriegen ja, was sie wollen. Und was war jetzt besser daran schlecht? Das war ja nicht davor. Ja, die fand ich ja gut, aber das fand ich nur zu laut. Das habe ich gefragt, ob man das rausnehmen kann. Die kriegen ja, was sie wollen. War doch super. Das war also das können wir machen, aber ich fand es gerade spannend, das Profil von Bridges mitzunehmen. Ja, ja. Weil das ist die erste Begegnung mit diesem Mann, von dem er bisher nur gehört hat. Ja, wir haben gestern erst Drehschluss gehabt. Ich bin noch nicht dabei dazu gekommen, meine Gedanken zu sortieren. Ich weiß nur, dass es hochkomplex ist, wenn man so einen Film machen will. Und dass es viel schwieriger war, als wir uns das haben träumen lassen. Und dass uns das viel Zeit und viel Kraft gekostet hat. Und ich glaube auch einige Nerven. Ich fand es schon irgendwie interessant auf eine Art, weil man sein Hirn noch viel mehr anstrengen muss. Man muss sich die Räume und die Geschichte, die man erzählen will, so abstrakt dieser ganze Raum auf einen wirkt, ja trotzdem vorstellen können. Auf der anderen Seite habe ich das echt sehr gerne, wenn ich in einem echten Motiv stehe und ich mir Inspiration aus diesem Motiv holen kann. Kleinigkeiten, Ecken, Kanten, Fenster, Türstöcke, alles, was es so gibt in der Wohnung. Ein Tisch, das hat hier gefehlt, zum größten Teil gefehlt. Und das fand ich echt eine besondere Herausforderung. Es ist aber auch gleichzeitig eine Art von Befreiung, weil man natürlich technisch ganz anders arbeiten kann. Man stellt sich seine Schauspieler hin, wo man will. Dann Nico, komm mal doch so weit vor. 114. Ist das eine Zufallsstudie? Wo sind denn unsere Schwimmer? Ja, kann sein, dass wir an Licht kommen. Ich übe das jetzt selber noch. Ich weiß noch nicht, ob es hundertprozentig so bleibt. Und ob's okay, wer zeichnet das wie auf? Wie geht das? Oh, ich habe eine Handykamera. Da war es eher eine Befreiung. Ich konnte meine Lampen hinstellen, wo ich wollte. Sie konnten mit dem Bild sein, solange sie sich nicht mit den Schauspielern verschneiden. Diese Freiheit hat man sonst nicht. In irgendeinem normalen Motiv steht eine Wand und da ist eine Wand und da gibt es nichts dran zu rütteln. Ne? Trotz dieses Prozesses, dass man in einem grünen Raum steht und sich vorstellen soll, aha, es ist jetzt Nacht und wir sind draußen in Tempelhof auf dem Flugrollfeld. Aber irgendwie, dafür gab es diesen Comic als hervorragende Grundlage, als hervorragende Inspiration und die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Den kann ich da noch einspannen. Was willst du denn? Ich würde gerne den... Tomcat? Nee, den auch dann, aber Charlie zuerst mal den Charlie Bar für Sie nehmen als Unterbrechung da auf hier so Nacken, Charlie Hals. Sinus 56.5, 1, Tick 1. Also nahe von Peters. Sehr gut. Also ein Stück im historischen Hintergrund zu spielen, was eigentlich bedeutet, dass man entsprechend historische Kulissen braucht, historische Ausstattung braucht, etc., etc., ist eine Kostenfrage. Greenscreen, zumindest auf den ersten Blick, erscheint deutlich kostengünstiger als ein umfangreicher Setbau. Also manches ist mit Greenscreen auch
auch aufwendig, sagen wir es mal so. Aber für die auch sagen wir, begrenzten Produktionskosten, die uns zur Verfügung stehen, das ist ja schwierig, so ein Projekt überhaupt in Deutschland auf die Beine zu stellen und dann erst recht, sagen wir mal, auf einer so vergleichsweise sagen wir, familiären Basis, wie wir das letzten Endes eigentlich gemacht haben, auch vor allen Dingen mit diesem auch Action-Element, den wir drin haben, Luftkampf. Also wie sollen wir das überhaupt machen, wenn nicht so? Alles, was mit angefasst wird, ist echt. Womit interagiert wird, das ist nur Faustregel. Es ist halt, damit die Aktionen stimmen, ne? Ach so, damit die zum Anspielen. Ja, genau. Weil ansonsten fassen die irgendwo rein. Ja, das passt schon. Unrealistisch. Genau. Und hier, genau, du hast ja den einzelnen. Und hier bräuchten wir dann den Nazi im Vordergrund mit dem Binoculars, der so da hochguckt. Und hier müsste dann dieses andere sein. Ja. Weißt du? Diese zwei Packs überschieben sich. Ja, unser Postproduktionshaus, das ist Morrow Images. Die sitzen in Potsdam-Babelsberg und sind noch ein sehr, sehr junges Team, sehr versiert und äußerst talentiert. Ich arbeite da insofern zu, als dass quasi all das, was jetzt nicht real im Studio hier gefilmt wird, in gewisser Weise all das, was grün ist auf den eigentlichen Bildern, die wir hier produzieren, durch Bilder ersetzt wird, die ich zeichne. Das sind Hintergründe, Mittelgründe, Vordergründe, im Prinzip wie bei einem Theaterprospektsystem, zwischen die dann quasi die realen Bilder eingelegt werden, mit denen auch teilweise interagiert werden muss. Das ist dann etwas technisch komplizierter. Also meins ist eher die amerikanische oder franco-belgische Schule. Also das sieht man vielleicht hier auch so in Linie Claire, also Marketing und Struppi oder sowas, kommt da so ein bisschen durch. Obgleich ich eigentlich eben mehr durch amerikanische Superhelden-Comics oder sowas inspiriert bin. Ich sag mal, über den Daumen gepeilt sind wir bestimmt bei irgendwas so 1200 Zeichnungen. Um keyen zu können, also um die gefilmten Objekte oder die gefilmten Menschen vom Hintergrund lösen zu können, besonders scharfe Umrisse brauchen. Das heißt also, es darf nichts sozusagen unscharf sein im Bild. Bedeutet also, dass fast jedes Bild, das wir gedreht haben, aus Schichten besteht, aus Layern. Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Zwei Leute, die sich miteinander unterhalten, eine klassische Overshoulder, all das kann man so in der Form hier nicht drehen. Das sind erstmal Platzhalter. Die sind auch nicht jetzt sonderlich gut animiert. Das ist jetzt einfach nur vom Timing ganz grob mal angepasst. Die werden natürlich von den anderen Leuten noch genauer modelliert und simuliert, sprich, dass da noch mehr Bewegung drin ist. Letztendlich wird das so zusammenkommen, dass die verschiedenen Leute, die halt dafür die verschiedenen Sachen zuständig sind, es gibt welche, die Leute den Fallschirm, dann Leute, die Flugzeuge bauen im 3D-Raum und die es dann halt dann einsetzen. Tracking Points, die halt hier gesetzt worden sind, was man hier auch sieht, diese gelben Aufkleber oder sonstige markanten Stellen, die sie halt hier rausstechen, werden dann vom Marco, von unserem Compositor-Lead, kann er dann anhand eines Programmes dann diese herausrechnen und für mich in einem 3D-Raum die Kamera herausbrechen. Sprich, wir haben ja eigentlich nur ein flaches Bild. Und aus diesem flachen Bild wird dann sozusagen Frame für Frame die Kamera so die Position berechnet, um das in ein 3D-Programm einladen zu können. Also ich finde es tatsächlich schwierig. Also die CGI-Sachen, in Amerika gibt es das ja seit Ewigkeiten. Wenn es so um den Stil geht, finde ich das super. Wenn es darum geht, ein Monster zu kreieren, dann mag ich halt lieber die guten alten Gummianzüge von Godzilla. Bridges ist ja ein Film, der viel computermäßig bearbeitet wird. Aber da geht es halt um Stimmung, da geht es um Licht, da geht es um andere Sachen. Da werden jetzt nicht, klar werden da auch Sachen, Explosionen und so künstlich erzeugt, aber das CGI wird nicht benutzt wie in einem, ja, in einem Videospiel. So, ihr beiden. Stopp. Ja, ganz, ganz. 3, 2, 1, Action! Du warst jetzt mit dem Arm über dem Körper, wenn du hier warst. Es wäre cool, wenn der Arm hier wegkommt. Wichtig ist, dass deine Arme kurz locker bringen. Ja, ich bereite jetzt gerade den Einschuss vor für, beziehungsweise den Ausschuss von dem Granatensplitter am Knie bei Bridges. Im Wesentlichen hat die SFX-Koordination der Martin Göres gemacht, was alles so Stunts, Explosionen, Kämpfe und so angeht, mit seinem Perfect Action Stunt Team, mit Wolfgang Stegemann. Nee, machen wir unkompliziert, weil das ist ja wirklich der letzte Schritt, da kannst du... Nein, wenn es irgendeinen Grund gibt, dass ich es mache, aber sonst sage ich, also, du machst das so wie vorher, das ist ein Hosenbein. Ja. Ja. Da darf lohnt sich immer, wer immer möchte, das später dann sagen kann, Gideon's Leg Double. Area between knee and foot.
Double. Including her. Everyone's double. Right leg between knee and ankle. Es hängt immer davon ab, wie man den Stoff vorbereitet. Wie man das alles schwächt, den Stoff. Man muss den halt genau an der Stelle einritzen oder abschaben, je nachdem, was für ein Material es ist, damit es genau in der Form dann aufgeht, wie man es haben will. Ich kenne Florian halt schon etwas länger und wir haben schon zusammen gearbeitet. Wir haben zusammen zwei Musikvideos gedreht, die hat er produziert, ich habe die Regie gemacht und die Stories geschrieben. Und als ich dann von diesem tollen Projekt hörte, habe ich mir gesagt, Florian, ich bin stinkig, wenn ich da nicht dabei sein darf. Und dann hat er sofort gesagt, du machst den Co-Piloten Peters. Wir befinden uns hier auf der Fashion Week. Was Sie da eben auf dem Laufsteg sehen, ist unser Modell Urs. Schmuddellook, schwer angesagt. Also ich finde ja die Sachen, die der Florian mit dem Stefan zusammen so andenkt, sowieso toll und auch für Deutschland sehr außergewöhnlich. Und diese Art, Greenscreen zu arbeiten und das dann eben in der Postproduktion nachzubauen und überhaupt dieses Größenwahnsinnige in diesem Projekt, also mit wirklich sehr begrenzten Mitteln halt ein Filmchen zu machen, in dem Luftschlachten vorkommen, mehr oder weniger zwei Flugzeugabstürze. Oh shit! Also das fand ich schon toll. Das hat so einen sehr sympathischen Größenwahn. Und da wollte ich schon dabei sein. Ja, ja, es gibt ja. Genau. Es gibt die richtigen Cracks, die kriegen es dann auch noch an. Ja, so. Genau. Richtig. Jetzt geht's aber nicht an. So. Hey. Ich würde. Das Autoschuss hätten wir dann in die Richtung, ne? Das also, da in die Richtung wenn wir sie dafür im Profil haben wollen, ne? Dann würden wir ja quasi fast eigentlich so sein. Sowas, ne? Genau. Wir haben so ein Dreiviertel-Halbprofil. Das holen wir jetzt aber da, wenn wir da oben sind. Ne? Ja, genau. Auf Nike Martens bin ich gestoßen, als ich mir die Agenturseite unseres Stunt-Coordinators und Schauspielers für die Rolle des Cassander, Martin Göres, angeschaut habe. Da bin ich eben über Nike Martens gestolpert, äußerst gute Schauspielerin, die so ein schönes Gesicht hat, in dem noch so eine gewisse nordische Härte irgendwie steckt, von dem ich glaube, dass es eben sehr, sehr gut diese Post-War Zeit hat, die eben das Berlin der späten 40er Jahre prägte. Danke aus. Soll ich was machen? Ja, schreib. Okay. Ich war beim LBS drin, da waren wir in einem anderen Studio drüben. Da war auch grün und blau, aber wir haben nichts dahinter gedreht. Ich wurde noch nie geschminkt, außer bei den Dres, da haben sie mir nur Puder drauf gemacht, mehr nicht. Herr Kimi, Kinderrollen zu besetzen ist sehr, sehr schwierig. In Deutschland vielleicht sogar schwieriger als in Amerika oder so, wo es eben gerne Kultur gibt, wo Kinder vielleicht auch stärker zum solchen Spielen angehalten werden, also zum Schauspielen angehalten werden. Es gibt zumindest wesentlich mehr Familien, die das offenbar machen. Und hier ist das gar nicht so einfach. Nicht, dass es nicht viele Begabte gäbe, aber man kommt nicht so ohne was an sie ran. Und dann für die Altersklasse, die wir hier brauchten, reiner Glücksfall. Als Regisseur, wie findest du, hat er sich so geschlagen? Ich fand, dass er den Film gut macht. Beim Husten, es ging schwer. Schmecken, kein bisschen nach hinten. Wir machen das jetzt einmal ohne Kapsel. Du kriegst jetzt einfach Blut im Mund. Und dann starten wir die Einstellung so, dass du schon zu ihm guckst und dann von da aus und das alles rausspuckst. Also wie Blut im Mund? Du kriegst jetzt Blut im Mund. Also keine Blutkapseln? Keine Blutkapseln, das ist so gut im Mund. Prevent him from bending over. Because the problem is, he keeps bending over and going out of frame and cutting the green screen. Okay. So if you hold him tighter, then he can't go forward. Ja, ja. Wie fandst du denn den David so? Nett, also ich hatte jetzt keine Angst vor ihm, weil ich ihn kenne. Okay. Ja, ich würde gerne, also ich weiß, das ist unrealistisch, aber das ist gekauft, dass die wirklich in ein Inferno sozusagen reinfliegen. Ja, eben. Dass es hochkommt, also wenn wir diesen Track hinbauen,
andersrum? Wenn wir diesen Track hinbauen und wir diesen Tracking schon haben, dann ziehen wir den Track zurück und stoppen da, wo wir eine Zweier kriegen. Und dann machen wir nur, also feste Zweier, da leuchten wir nichts um. Und dann machen wir nur die, dass wir einmal so richtig, dass die richtig bam in die Hölle fliegen. Set on action. Das darf man vielleicht nicht reinschneiden, aber ich weiß ja nicht, was passiert ist. Gestern war ich noch Runner und jetzt soll ich das hier irgendwo machen. Ah, ich weiß nicht, ob das reinhaut. Miguel ist ein guter Freund von mir, bereits seit so 2-3 Jahren oder so. Was wir teilen, ist die große Leidenschaft für das Medium-Film. Even the Reds catch tuberculosis. You'll get us in that star house tonight, Captain. The Russians pay well, but if they're dissatisfied... Danke. Ja, wir steigen ein nahe Bridges, wie er vorne liegt. Magst du dich nochmal bitte kurz hinsetzen? Und auch so ein bisschen nach vorne hängen. So, als hättest du gerade deinen Kopf gegen Lenkrad gekriegt. Und dann ziehst du ihn zurück, er lehnt sich dann zurück. Wie schleppst du jemanden gut, raus? Danke. Ja. Olli, guck dich mal an. Und ich finde, dass der Miguel die letzten 14 Tage vor diesem Dreh sich nochmal so wahnsinnig da reingekniet hat. Ich fand das ganz beeindruckend, wie der am ersten Drehtag der Mannschaft und seinen Schauspielern gegenübergetreten ist und diesem Projekt auch mit einer Professionalität, die mich echt auch beeindruckt. Wir hatten auch Zoff, aber wir haben uns auch echt viel in den Arm gelegen und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich finde es nicht komisch. Findest du nicht? Ich finde das überhaupt nicht übertrieben. Auch dieser Blick nach unten ist... Ihr müsst es dann wirklich... Can't see anything in this muck. Cool. Sicher? Ja. Okay. Es ist ja wirklich ein richtig großes System von beteiligten Menschen, von beteiligten Techniken, die alle irgendwie in einer Hand gehalten werden müssen. Und so sehr es Hilfen natürlich für einen Regisseur gibt durch viele, viele freundliche Mitarbeiter, ist er letzten Endes schon derjenige, der das Ruder halten muss. Sowas wie der Captain an Bord eines Schiffes. In diesem Fall aber eben auch nicht nur mit der Vorgabe, fahr von A nach B, sondern er setzt zu einem Gutteil eben auch die Positionen, von wo nach wo gefahren wird. Und da sind wir sehr, sehr von ihm abhängig und er macht das super. Weil er sehr, sehr visuell ist, sehr, sehr visuell denkt. Deswegen habe ich mich für Miguel entschieden. Miguel. Ja. Was hast du auf dem Herzen? Na, wir haben jetzt den Masterplan. Hast du der wird uns retten. Das Vertrieb kann das nicht. Klar, das ist super. Warum sind wir so weit? Ah. Ja, immerhin der 15. Drehtag. Anstrengend. And send you fucking ego. Oh yeah, yeah, true. Look out my $14,000 kid. It's fucking Kirk. Hi guys, how the fuck are you? So, jetzt. Ob die Julia Nagellack da hat? Ich komm grad in Fahrt. Interessiert dich die Höhe noch? Can you go higher? Oh, I could go higher. Sollen wir das gerade noch mal mit einem 50er machen? Geil, finde ich super. Olivia. Also dann. Burschen. No, you can't film me. Get out. Get out your camera. I'm the governor. I'm gonna crush you. I'm gonna rip your fucking spine.